Willkommen zurück hier bei Bioshock Infinite. Wir stehen hier vor dem blinkenden Klavier und haben gerade in der letzten Folge das Outfit von Elizabeth wechseln lassen, wie man unschwer erkennen kann, welches sehr schick ist, wie ich finde. Und leider auch die First Lady verloren, die uns eigentlich hätte nach Paris bzw. New York bringen sollen. Und das haben wir dem Songbird zu verdanken. Und naja, den können wir jetzt anscheinend irgendwie steuern mit Musik, mit dem richtigen Instrument, sagte man uns. Nur wie müssen wir noch herausfinden. Und das werden wir jetzt gemeinsam tun. Das ist Comstock House. Dort sollten wir anfangen zu suchen. Boah, sieht da extrem krass aus. Wo wollen diese Leute hin? Dorthin, wo es keine Vox Populi gibt. Spring schon! Spring! Schaff es nicht! Tut mir leid! Ich liebe dich, aber ich kann's nicht. Tut mir leid. Sie müssen ihre Haare zurücklassen, sonst können wir keine aufnehmen. Boah, das ist voll tragisch. Das tut mir jetzt richtig leid für die Herrschaften. Ja, denn auch diese Revolution ist nicht unbedingt eine friedliche. Ich kann es verstehen, dass die hier fliegen wollen. Okay. Ich will bloß weg hier. Ich hab nicht. Was hast du da, Geldsack, hä? Was ist das? Ein Monokel? Was soll ich denn damit? Ja, die Vox Populi plündern sogar richtig heftig die Leute, also machen es im Gegenteil auch nicht besser, als wie sie behandelt worden sind, was nicht unbedingt besser ist. Wir können den Karabiner vom Schaden her boosten, das tue ich. Deswegen bin ich hier auch nochmal zurückgekommen, weil ich sehen wollte, ob es hier neue Verbesserungen gibt. Und somit hätten wir, glaube ich, den Karabiner auf Maximum gerade gebracht. Zumindest was den Schaden angeht. Und den Rest halten wir mal außen vor. Können wir tatsächlich, sollte uns das nicht reichen, im Nachhinein immer noch ändern. Ja. Wo ist denn die Hude? Ich sehe die nicht wegen dem blöden Riss. Die kann da irgendwie durchschießen, aber ich sehe sie nicht. Ja, super, danke. Ich habe gar nicht auf mein Leben geachtet, das ist natürlich auch interessant. So, dann nehmen wir mal einfach einen von denen. Wow. Okay. Ich denke mal, danke. So, was ist, wenn ich denn hier oben lang gehe? Ist das klüger? Könnte man meinen, ne? Alter, wer macht denn so viel Schaden an mir? Ah, du meine Güte! Ah! Wow! Die sind ja zum ersten Mal tatsächlich eine Herausforderung. Okay, das kostet mich anscheinend auch ein bisschen Geld. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben ja genug. So. Was haben wir denn hier für eine Waffe? Auch ein Repetiergewehr. Jetzt hänge ich hier irgendwo fest. Okidoki. Tod, den Unterdrücker! Hier, Bucke!
Dankeschön. Huch. Oh, wie cool er da gerade hochgesprungen kam. Oh, schön. Elizabeth. Okay. Doch, das war jetzt echt klasse. Haben wir noch mal ein paar Salze. Und du? Okay, die Wasserlache hätte ich nutzen können, um Blitzfläche hier hinzulegen. So, hier nehmen wir noch den ein oder anderen Groschen mit. Und auch ein Lockpick. Das sehe ich sehr gerne. Ein bisschen Munition. Und einmal aufmachen, bitte. Versperrt. Einer muss Schmiere stehen. Okay. Was ist das mit diesem Song, der den Vogel ruft? Das war immer so. Als kleines Mädchen habe ich ihn immer gern gehört. Gern gehört? Ich hatte ja nur ihn. Er fütterte mich, brachte mir Bücher. Er war mein Freund. Freund? Bis ich größer wurde. Dann hasste ich ihn, weil er mein Wärter war. Aber er ist nur Comstocks Geschöpf. Genau wie ich. Fertig. Oh. Okay, also die Vox Populi sind schon sehr, sehr weit hier vorgedrungen. Mal davon abgesehen, dass wir ihre Anführerin getötet haben. Sieh dir das an. Fitzroy ist auch nicht besser als Comstock. Oder? Wenn Volkes Blut erstmal in Wallung kommt, beruhigt es sich nicht so schnell. Das hier klebt an unseren Händen. Okay, das sind die Scalps von den verschiedenen Leuten. Nett, nett, nett. Alter Seemann, lass die Kraft. Okay, ich guck mal, ob es hier vielleicht schöne neue Verbesserungen gibt. Also hier wahrscheinlich nicht, genau. Booker. Dankeschön. Oh ja, hier gibt es wieder was. Das ist schön. Krähenboost. Erhöht die Dauer von Betäubung. Jawohl. Ist geschockt. Ja, wunderbar. Und was machen wir hier? Bronco Boost. Verlängert die Schwebezeit von Gegnern ums Doppelte. Finde ich sehr gut. Machen wir auch. Komm. Und was könnten wir noch nehmen? 777, ja komm, wir gönnen uns jetzt mal was. Ich mag diese beiden Fähigkeiten irgendwie am liebsten. Gut, gut. Weil sie eben Gegner komplett stilllegen für eine gewisse Zeit. Drei Lockpicks, ja, mach mal auf. Hast du das bitte geknackt? Fertig. Das war ja richtig easy. Okay, Munition, die ich nicht brauche. Noch in die Ecken gucken. Nicht, dass wir was übersehen, was von Wert sein könnte. Yay! Ja, ich möchte uns mehr Leben geben, nachdem ich vorhin gemerkt habe, dass unseres doch ein wenig knapp ist. Hm. Nee, brauche ich nicht. Brauche ich alles nicht. Und hier ist nichts mehr, ne? Nein. Okay. Achso, die Salze sollte ich vielleicht mitnehmen, die kann ich nämlich brauchen. Nein, ah! Oder nicht? Hier, nimm die Salze. Die Salze! Ah, da ist auch ein Lockpick, das ist interessant. Und jetzt die Salze? Ja! Okay. Immer schön plündern. Damit wir unseren Reichtum mehren, um uns tolle neue Sachen. Oh! Bekommt das, was er verdient. Die Zeit ist gekommen! Jetzt bringt er sich gleich selber um. Fliegt er dann auch wieder so lustig wie der andere vorhin? Ah! Ist schon ein bisschen mies, ne? Naja gut, es sind halt unsere Feinde, ne? Ob wir sie jetzt umbringen oder sie sich selber. Sie sind denen ihr Märtyrer, ja. Hm. Jetzt sind wir Hochstapler. Sonst platt. Frechheit.
Keinem kann man hier vertrauen und das sieht ja echt verdammt cool aus, das muss man mal gesagt haben. Welcome to Emporia. Hm? Diese ganze Prophetie. Du glaubst nicht, dass man in die Zukunft sehen kann, oder? Nee. Ich hab mal was gesehen, als ich hier ankam. Es war ein Traum. Es war New York, nur noch viel größer. Und es stand in Flammen. Hm. Hoffentlich färbt die Magie des Propheten nicht auf dich ab. Magie? Was? Zukunft sehen? Und was sollen wir denn noch alles glauben? Na dann? Aber klar. Immer weiter, der Meister! Oh! Dankeschön. Elizabeth. Kommt! Sekunde! Ja, was macht jetzt der Patriot? Der steht da jetzt nur rum, oder was? So, tu doch was! So, tu doch was! Kann ich mir die Munition nämlich sparen. Ah, jetzt tut er was. Sehr schön. So. Ja, mein Herz, ich mag dich auch. Mein Herzchen. Du bist tot, Schwein! Schwein? Bitte was? Okay, ja, ich. Danke. Aber sie sieht jetzt auch richtig tough aus. Sie ist irgendwie jetzt gerade, ich möchte mal behaupten, mit dem Prozess von der jungen Dame zu einer erwachsenen Frau zu werden. Ein Lockpick. Nice. Nee, Revolver möchte ich nicht. Dankeschön. Mein Repetiergewehr. Nee, mein. Es ist ja gar kein Repetiergewehr. Was ist es? Es ist ein Kaliber. Oder so. Kannst du das öffnen? Eine Sekunde. Fertig. Okay. Präzisionsgewehr? Ja, nice. Das sage ich nicht nein. Das wechsle ich gegen das Maschinengewehr. Und dann geht's ab nach oben. Ich weiß jetzt, wer die beiden sind. Die beiden, zumindest sie, erfand die Technologie, durch die diese Stadt schwebt. Riesenballons? Quantenpartikel, die in fixer Höhe in der Raumzeit hängen. Also nicht Riesenballons? Aber in meinen Büchern stand, dass sie vor ein paar Jahren spurlos verschwunden sind. Ich sagte ja, sie kommen. Das stimmt nicht. Gut, ich wollte sagen, dass sie kommen. Hast du aber nicht. Aber ich sag's nicht. Ist das korrekt? Etwas sagt mir, die sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Ich wollte gesagt haben, dass sie kommen? Nein. Der Subjunktiv? Das ist kein Subjunktiv. Ich glaube, die Syntax ist noch nicht erfunden. Zu haben gehabt haben sein. Zu haben gehabt haben sein? Das stimmt doch nie. Die scheinen helfen zu wollen. Die scheinen sie nicht alle zu haben. Seltsam. Was denn? Der Fakt, dass wir oft... Den Satz des anderen beenden? Ganz genau. Umgekehrt wäre es seltsamer. Was denkst du, wie die das machen? Dazu komme ich, wenn ich das mit der schwebenden Stadt kapiert habe. Gut gesprochen. Ich habe aber einen Verdacht, was die zwei angeht. Ist er quasi sie? Komm, Comstock House ist erfahren. Nur aus einer parallelen Dimension? Okay, ich rechne mit Kämpfen. Der Spross des Propheten den Thron besteigen. Ich sollte ihm nachfolgen, oder? Comstock? Ja, ich denke schon. Sperrt er mich dann ein? Tja, ich schätze, du wolltest nicht aufgebaut werden. Vielleicht hatte er was... Alle Schweine sind... Oh, wie sie kuscheln. Sind sie nicht niedlich? Ich wollte jetzt erst niedlich sagen. Weiß Gott warum. So. Gib mir euren Kram. Ich nehme ihn gerne. Minuteman Armory. Schadensboost, bla 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 bla. Wir
kommen immer noch ganz gut klar mit dem, was wir haben. Scharfschützengewehr könnte ich jetzt mal eigentlich ein bisschen. Ja, komm, machen wir mal. Ja, ja, ja. Genau. Was haben wir noch für Scharfschützengewehr? Irgendwas? Hier, weniger Rückstoß? Na komm, wir klotzen jetzt mal. Sonst irgendwas noch fürs Scharfschützengewehr? Na, 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 na. Da ist noch was. Feuerrate. Okay. Okay, somit hätten wir dann die beiden Waffen, die wir am liebsten mögen, so weit wie möglich ausgebaut. Okay. Und wir haben auch fast keine Kohlen mehr. War das jetzt ein Fehler? Weil jetzt hat der wahrscheinlich hier ganz tolle Krähenfähigkeiten, oder? Nein. Gut. Ich habe Geld gefunden. Danke. Halt. So. So, was ist hier vorne versteckt? Falls irgendwer meine Stimme hört, es sind schlimme Zeiten und ich könnte eure Hilfe brauchen. Ich hoffe, niemand hat mich hier vergessen. Und jetzt so, wieder Musik. Elizabeth? Bin dabei. Erledigt. Der arme Radiomoderator fühlt sich allein gelassen. Das kam nochmal richtig Geld dazu. Das war gar nicht schlecht. Ist immer die Versuchung zu sagen Gold, aber es ist ja gar kein Gold. So, okay. Hier nehmen wir die Munition mit. Den Salvinator möchte ich nicht haben. Das Feuerhagel? Nee, möchte ich nicht. Das ist hier so ein Granatwerfer, vermute ich. So. Die sind beide zu. Dann... Okidoki. Der Distrikt gehört uns. Exekutiert jeden, der Ärger machen könnte. Jeden Bewaffneten. Jeden Brillenträger. Den Rest treibt zusammen. Oh, trauriger Teddy. Okay. Mr. Comstock. Wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann nicht zu Verhandlungen. Sehen Sie, ich war bei dieser Hall of Heroes, um Ihren falschen Hirten für Sie zu skalpieren. Es stellte sich aber raus, DeWitt spricht zu. Half mir, mich mit dem verkrüppelten Jungen zu verständigen, um den ich mich neuerdings kümmere. Nachdem ich nun gehört habe, wie es dem Kleinen in Ihrer Stadt erging, denke ich, wenn wir Ihnen die Kopfhaut abziehen, lasse ich Ihnen das Messer halten. Okay, der Preston ist jetzt auch auf unserer Seite, oder wie darf ich das verstehen? Ich kann das nicht knacken, das ist natürlich doof. Okay, dort oben scheint... Das kann ich auch nicht knacken. Ja, sagen Sie mal. Das muss ich doch hier knacken. Ich bin doch ein ganz knackiger. Da muss ich doch was knacken können. Okay, hier kann ich alles nicht mitnehmen. Alles nutzlos. Schade. Dann werden wir oben mal die Gegner auslöschen und vielleicht kann ich dann ja Schlösser knacken. Tanz mit dem Mann. Oh, das Mädchen tanzt ebenso gut wie ein... Okay, da ist auf jeden Fall wieder ein Feuerteufel da oben. Brave Krähen. Jawoll! Ja, danke, danke, danke. Ja, jetzt möchte ich aber trotzdem nochmal runter gucken. Wieso kann ich denn die Schlösser nicht knacken? Das ist doch eigentlich, the salty Oyster, also die salzige... Hast du das geknackt? Ah, Oyster. Bitte. Macht euch bereit!
Brave Themen. Ganz toll. Stelle ich mir gerade die Frage, ist das die Bar, in der wir vor ein paar Folgen erfahren haben, dass hier der nette Herr seinen Schlüssel verspielt hat an den Barkeeper? Das ist interessant. Irgendwas verpasst. Gesundheit und so weiter haben wir. Was verkauft er hier Gutes? Schadensboost, bla 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 bla. Immer noch denselben Krempel? Ja. Doof. Was hast du interessant? Oh ja, das ist echt interessant. Neue Stiefel Tunnelblick. Zielen erhöht den Schaden um 25%. Das Feuern aus der Hüfte verringert den Schaden um 25%. Okay, interessant. Ich nehme es mal mit. Es hat ein gutes Ding sowie auch ein schlechtes. Deswegen bin ich nicht gewillt, wegen dem Negativen den anzuziehen. Lutes Bruder kommt nach Columbia. Columbus' größte Wissenschaftlerin stellt ihren Zwillingsbruder vor. Auch er ist Physiker. Ein weiteres Genie? Wer wusste, dass so eine Verwandtschaft existiert? Oder das ist... Ich konnte das letzte Wort jetzt gerade nicht richtig lesen, Entschuldigung. Ich war ein bisschen abgelenkt gerade. Wow. Ätzende Toiletten hier. Dann gehen wir wieder. So. Hier ist zu. Schöne Musik. Aber ich mach sie trotzdem mal aus. So. Ein paar Salze. Okay, es sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwo ein Schlüssel versteckt. Na dann, gehen wir auch wieder weiter. Schlossen. Mal schauen. Geschafft. Jawohl. 177, nicht 117. Silver Eagle, das ist schön. Ich sage immer Dollar, weil da das Dollarzeichen dahinter ist. Aber es sind tatsächlich Silver Eagle. Okay, da brennt alles. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt auf den Weg zu Comstocks Anwesen, beziehungsweise dringen weiter vor in diesem Anwesen. In der nächsten Folge. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Bedanke mich hier vielmals fürs Zuschauen. Und bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.